Welcome everybody to a new Twixter tutorial. This is my second tutorial about Twixter and I will be talking about how to make the sound be adjusted by After Effects while Twixter is smoothing the frames, which was not possible before because I didn't know how and my old video tutorial doesn't cover it. So let's just start. I have some Twixter footage, or actually Battlefield footage, recorded at 120 frames per second. I won't go into detail how to shoot high frames per second, frame per second footage, or how to make it smooth, blah blah. Just the sound thing. So let's create a new composition, or just click here. 1080p, 30 frames per second, 30 seconds in length. This is going to be our general video. For our footage to be adjusted by Twixter, we click our footage, drag it onto the composition symbol, and now we have created a new composition containing only containing our footage and having its properties. So now we just go into our effects area. Search for Twixter, drag it onto your footage, set up the necessary things, the usual things you do with Twixter footage without going into the speed percentage setting. Going back to your project, into your composition 1 or whatever you would like to call it. Now you drag in your composition consisting your footage, drag it in here. Now we have it in our main composition. Because I don't shoot at 1080p, I just have to drag it a little bit like this. So now what is important is we have to adjust the time of that layer, and Twixter is adjusting the frames in the background. So we can do our time, enable time remapping. We can do this just like you would do with any other footage without using Twixter to do slow motions without this smoothing pixel blending effect of Twixter. So we click on time remap, click on this bar, and now you see the linear progress of time. 9 seconds, 5 seconds, whatever. I tried to do this before here in this case, but Twixter doesn't allow using time remap, and it was just a real mess to make the sound fit to Twixter because you had to, this would go too far. So in this menu, the solution is to right click into this menu and to select Edit Speed Graph. So now this is exactly what we want. We have a linear graph which you can adjust, and you can adjust the seconds per second. So we can actually put in lower values to make the seconds go longer in real time. So what we do now, let me just drag it a little bit further. So about here I start to shoot, and I usually leave the first second or the first 2 seconds of shooting just like it is. So you hear the normal shooting sound at the beginning. Then you create a keyframe, and as you notice in the previous two, I think it's number 8 and number 7, and number 6, I guess, in my previous Twixter versions of Battlefield 3 weapons, you notice the shooting getting slower before the reload animation starts. So we just drag it a little bit longer, just randomly shoot. Now it starts. Let's just get a little bit before that, like this, and create another keyframe. So now with this keyframe selected, click on this to actually open the graph editor. Then you click the line on the right to your last keyframe. Well, this is your last keyframe where you want the slow motion to end, and this is the keyframe. This is basically the end of the footage. So what we now do is we click on this line, hold shift, this is very important, hold shift and drag it to the right like this. So you see, your slow motion animation should take about, let's say 8 seconds. Just don't want to get it too slow. So now we have an abrupt or a very sudden
yeah, change in the, let me just make the composition a little bit longer. We just have an immediate change of the speed, which is not the aim of this. So we go in here and let's adjust our starting and the start and the end of this animation while dragging this one up and the other one up. Keep in mind that you hold shift, otherwise you have something like this, which basically affects the whole animation and makes some parts faster, some parts slower, which is not the aim of this. Well, now you have already done almost anything. This is what basically is it, because you have your time remap here in this case, and this time remapping influences the sound. So you have deeper sound, blah blah blah, more bass. And it actually, as you see here, let's see if we can catch, there. You see this one here, this is very particular for Twix animation, some sloppy, blah, animation, or what is it, processing mistakes, let's say, let's call it like that, blah, blah. And basically, everything you have to do now is to adjust just like you want it. I usually do it like this. I make the slowdown go smooth, and then at the end of the slow motion I make it really, really slow. So this is like only 0.07 seconds per second, which is really, really slow. A little bit too slow for Twixtor. You would have to shoot like 150, 180 frames per second to make it go very accurate in the frame per frame comparison. But this is basically how it looks. I hope you really understood what I had, what I tried to tell to you. I hope you enjoyed this one. Thanks for watching, and see you later. Herzlich willkommen zu einem neuen Twixtor-Tutorial, diesmal Nummer 2, auch in Deutsch. Ziel des Ganzen heute ist es, nicht Twixtor zu erklären, sondern zu erklären, wie man Twixtor benutzt und gleichzeitig auch noch den Sound des Videos dementsprechend tiefer zu machen, wenn denn ein Slow Motion passiert, wenn man Slow Motion einsetzt, dass eben auch der Sound tiefer wird. Dafür nehmen wir einfach mal irgendwelche Aufnahmen. Ich habe jetzt hier 120 FPS starke, kann man so nennen, Aufnahmen. Ziehe ich einfach mal hier rein eine. Wir erstellen eine neue Komposition, ganz normal 1080p, 30 Bilder pro Sekunde, 30 Sekunden sollten reichen für den Zweck. Die Komp 1 wird unsere Hauptkomposition. So, jetzt nehmen wir unser Video, das wir aufgenommen haben, ziehen es hier auf das Kompositionssymbol und haben eigentlich schon die Hälfte gemacht. Die andere Hälfte ist jetzt hier Twixtor zu suchen, habe ich schon mal gemacht, beziehungsweise vorhin ist mir After Effects abgeschmiert beim Versuch. Diesmal funktioniert es hoffentlich. Twixtor auf die Aufnahme schieben, ganz normal, wie üblich. Die üblichen Sachen einstellen, 120 Bilder pro Sekunde, dann den Rest, den ich noch so mache. Und das war's schon, was Twixtor angeht. Der Rest ist eigentlich nur Keyframes setzen und ein bisschen einstellen, Aber nicht hier, so wie man es normalerweise machen würde. Oh, Nase juckt. Sondern in unserer Hauptkomposition. Wir haben hier eigentlich schon alles erledigt. Wir gehen zurück, klicken auf Projekt, nehmen unsere neu erstellte Komposition, die nur das Video enthält und eben Twixtor. Ziehen es in unsere Hauptkomposition, und da ich nicht in 1080p aufnehme, muss ich das immer so ein bisschen strecken hier. So, was wir jetzt machen. Wir machen einen Rechtsklick auf die Ebene, klicken auf Zeit, klicken auf Zeitverzerrung aktivieren. So, mit der Zeitverzerrung macht man üblicherweise, wenn man keinen Twixtor kennt oder wenn man am Anfang damit, damit anfängt, eben Slow Motion oder eben verlangsamte Passagen in einem Video zu machen, dann nimmt man die Zeitverzerrung, weil die eben auch den Sound eben tiefer macht und generell einfach zu den Zwecken, dem Zweck dient. In dem Sinne, so, wir werden es aber diesmal benutzen, um genau diesen Zweck zu erfüllen. Aber nicht so, wie man es normalerweise macht mit Keyframes und so, also nicht mit diesen Standard-Keyframes hier, sondern eben auf eine Art und Weise, die wesentlich angenehmer ist. Wir klicken, während man hier auf Zeitverzerrung geklickt hat, oben auf dieses Diagramm-Editor-Tool-Klick-Ding,
Was ihr seht, ist nicht das, sondern normalerweise solltet ihr das hier sehen, was unglaublich umständlich, blöd und also das habe ich mal versucht zu benutzen, als ich keine Ahnung hatte, dass man hier rechts klicken kann. Es ist eine Katastrophe, wenn man damit Slow Motion machen will. Man klickt hier einen rechts, man macht hier einen Rechtsklick, klickt auf Geschwindigkeitskurve bearbeiten und hat jetzt genau das, was man braucht. Das ist nämlich dieser, der Graph zeigt an, wie viele Sekunden pro Sekunde vergehen. Heißt also, man kann einfach weniger Sekunden pro Sekunde machen und das Ganze läuft in Slow Motion. Genauso, wie man es haben will. Und das Schöne daran ist nämlich, dass Twixter, wenn man hier was einstellt, Twixter modifiziert im Hintergrund, also in der anderen Ebene hier drin, modifiziert da die Frames und gibt sie dann entsprechend, ohne dass man da irgendwelche Speed-Prozent-Bla-Eingaben machen muss, gibt sie hier halt 100% so aus, wie man es eben in der Zeitverzerrung eingibt. So, was ich immer mache, ich gucke mir immer so an, ich habe hier so ein bisschen Schüsse, also die ersten Schüsse aus dem Magazin in den üblichen Nachladevideos und ich lasse die ersten 2 Sekunden oder so immer laufen, sodass man eben die ganz normale Schussgeschwindigkeit, also die Tonhöhe hat und dann irgendwann so in dem ersten Drittel oder so am Ende des ersten Drittels erstelle ich dann immer ein Keyframe, da wo halt die Slow Motion, also die Slow Motion oder das Slow Motion oder der Slow Motion. Ich bleibe mal bei die Slow Motion starten soll und geht dann bis zum Ende. Ich mache es dann immer so, dass es dann kurz vor der Nachladeanimation, wo sie startet, eben wieder normal schnell wird. Das ist dann der zweite Keyframe. So, mit dem Keyframe ausgewählt, klicken wir auf das Zeichen hier und haben jetzt genau eben die beiden Keyframes gesetzt, die wir haben wollten. Vielleicht ein bisschen nah beieinander, aber ist jetzt egal. Und nehmen jetzt den geraden Balken rechts neben dem letzten Keyframe, den wir gesetzt haben, und ziehen ihn mit, also man klickt drauf, zieht ihn und hält dann Shift gedrückt, oder die Großschreibtaste, wie man die auch nennen soll, hält die gedrückt, damit das immer auf einer Linie bleibt. Wenn man das nicht macht, dann sieht man, wird hier ziemlich schnell übelste Kauderwelsch draus. Also immer schön Shift gedrückt halten bei den Sachen hier. Zieht es einfach lang, je nachdem, wie lang man diesen Teil haben will. Sagen wir mal, das reicht schon. Muss ja nicht zu langsam werden. So, jetzt sieht man, das ist ganz schön abgehackt. Im Grunde genommen funktioniert das Ganze schon. Man sollte es aber noch ein bisschen feintunen, indem wir den Teil hier nehmen und den Teil da gleich. Man nimmt den, hält Linksklick gedrückt, hält Shift auch gedrückt, während man zieht, sodass er dann hier, man sieht es an der orangenen Linie, dass er dann daran pinnt und eben festhängt. Lässt los, kann auch Shift dann loslassen, so ziehen wir den hoch. So, man sieht, das Ganze wird schon schön, ja, wie soll man das sagen? In Englisch sagt man mal smooth, damit das Ganze hier schön sanft von einem in einen anderen Status übergeht. Das Ganze ist jetzt noch nicht so, wie wir es haben wollen. Ich mache das immer so, dass am Ende der Schüsse das Ganze noch langsamer wird und nicht irgendwie in der Mitte langsam, dann wieder schnell. Dazu hat man diese kleinen Pömpel hier, da drücken wir mal Plus auf der Tastatur. Oder beziehungsweise ja, der Plus links neben Enter. Damit kann man nämlich dann hier schnell, oder mit der Bindestrich-Taste, kann man dann schnell da navigieren. Und hier mache ich das dann immer so, ich mache das hier dann abrupt, dass hier dann wirklich zum Schluss eigentlich der Tiefpunkt erreicht ist. Und damit der Anfang schön weich oder smooth ist oder wie auch immer, ziehe ich den immer lang, sodass es dann halt langsamer wird. Und was auch zu beachten ist, man sollte nie unter 0 kommen. Deswegen klicken wir die an, halten Shift gedrückt, ziehen die ein bisschen zurück, weil dann sonst wird das zu viel. Was man auch beachten muss, zumindest habe ich das beobachtet, wenn man die Geschwindigkeitskurve zu tief fallen lässt, also ganz knapp an 0 dran, dann zappelt das Bild und erzeugt Fehler. Also ich habe keine Ahnung, ob das an mir liegt oder ob ich was falsch gemacht habe. Auf jeden Fall, ich würde jetzt nicht irgendwas unter 0,1 empfehlen, hier unten. Ja, und das ist im Grunde genommen schon alles. Ihr habt eure beiden Keyframes, den Start, das Ende und könnt dann eben mit diesen Ärmchen hier die Geschwindigkeit einstellen. Und man sieht schon, wenn man hier guckt, die ja aus dem Visier rausgehen, geht noch relativ schnell. Und wenn es dann eben ins Schießen geht, wird der Schuss immer langsamer. Und wenn man hier schon guckt, wenn man ganz genau drauf achtet, dann sieht man hier schon, da eben diese Twixter-Artefakte, deswegen ist 0,1 auch schon fast wieder zu langsam für Twixter, so, da wird es dann immer so ein bisschen glitchy oder wie man das nennen soll, bisschen Berechnungsfehler und ja, dadurch sieht man aber auf jeden Fall schon mal, dass Twixter daran arbeitet, sonst wird das ganz anders aussehen. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende des Ganzen. Ich hoffe, ich
habe euch helfen können, was das angeht, und werde hoffentlich auch eine Menge Twixter-Videos jetzt sehen. Das war es im Grunde auch schon. Heißt also, wir sind durch. Ihr könnt das Ganze einfach weiterführen, ihr könnt mehr Keyframes machen, ihr könnt die länger ziehen, ihr könnt mit den Kurven spielen, ihr könnt einfach alles machen. Wichtig ist immer Shift gedrückt halten, zumindest wenn ihr wollt, dass es nicht plötzlich irgendwie durch die Welt fliegt, euer Video da von der Geschwindigkeit her. Ja, dann bedanke ich mich, man sieht sich, und ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich über einen Kommentar oder so freuen, und naja, bis dann.